Hallihallo, ihr Lieben. Das ist jetzt ein ultra spontanes Video, komplett unvorbereitet irgendwie, aber es muss jetzt einfach raus, weil ich bin gerade von einer, ja, sagen wir mal, ultra Depri-Phase in ein Erleuchtung, happy, gute Laune kommt zurück, gewechselt und deswegen muss das jetzt einfach raus. Und ja, das habe ich einem Buch zu verdanken, was ich euch auch gleich hier zeigen werde, weil ich finde ja, es gibt so viele geile Bücher da draußen, die dir eben genau solche Erleuchtungs-, die Laune steigt, Erlebnisse bieten können. Und ja, ich erzähle euch gleich, um was es geht und was ich genau gelesen habe. Und ich werde auch sogar das vorlesen, was ich eben für mich jetzt behirnt habe. Gut, also Vorgeschichte. Ich habe ja drei neue Online-Kurse entwickelt. Und zwar das Thema Sport und Ernährung in der Praxis umsetzen, dann das Thema Schwangerschaft und das Thema Verdauung, gute Darmgesundheit. Also diese drei Fokusthemen waren oder sind in meinen Kursen eben. Und dazu gibt es auch die Webinare und so. Also ich habe alles so schön vorbereitet und wirklich so mein Change Now-Wissen in ganz, ganz, ganz viel Arbeit und mit Herzblut alles irgendwie verpackt und jetzt fertiggestellt. Und jetzt ist die große Frage als Unternehmer oder Unternehmerin immer, gut, jetzt haben wir das, wie bringen wir das auf die Straße? Also wie kann ich jetzt den Menschen da draußen sagen, das ist cool, kauft's das, ja? Und ich weiß nicht, ob ihr Unternehmer seid oder vielleicht auch im Konsumenten, sage ich einmal. Wobei wir sind ja alle Konsumenten von irgendwas. Also, aber ich weiß nicht, das ist so, einerseits, man möchte Geld verdienen, klar, man möchte was Gutes tun, man möchte, dass das, was man irgendwie erschaffen hat, ankommt, aber gleichzeitig will, also ich zumindest will nicht aufdringlich sein und ich will halt wirklich, dass die Menschen davon profitieren, was ich mache. Und wenn man jetzt nicht so ein ultra großes Marketingbudget hat, wo man dann eben 100.000 Werbeanzeigen rausschießen kann, na wie macht man das? Man kann es nur weitererzählen. Aber trotzdem ist natürlich dann, sage jetzt mal, der Output, wenn ich jemandem was weitererzähle, vielleicht nicht so ein schnelles, großes Lauffeuer, wie ja, vielleicht halt jemand, der 1 Million in Werbung investieren kann. Oder halt 100.000 oder keine Ahnung, was die da alles eben für ein Budget haben. Ja, und dann hat mich das irgendwie frustriert, weil ich mir gedacht habe, super, ich meine, ich kann natürlich posten und sagen, hey, das gibt's und so weiter und das ist der Inhalt, aber das heißt ja doch trotzdem nicht, dass ihr euch da draußen jetzt angesprochen fühlt, ja? Und dann habe ich halt geschaut, okay, was sind so Marketingmaßnahmen oder Werkzeuge, was muss ich können, was muss ich euch mitteilen da draußen. Und dann steht natürlich, ja, du musst zuerst ein Produkt entwickeln, passt, haben wir gemacht, super, dann musst du dein Produkt in einem Satz erklären können. Gut, ich, ein Satz, oh, Scheibenkleister, wie soll das funktionieren? Okay, change now, ein Online-Kurs, der dein Leben verändert. Okay, nein, also das ist sowas fällt mir ultra schwer. Und dann habe ich mir gedacht, na toll, super. Und was hebt natürlich mein Programm von den unzähligen Programmen, die es da draußen gibt, ab? Ja? Also was ist so die Besonderheit? Ja? Okay, es kommt von mir, man ist vielleicht ein Fan von mir, das kann schon sein, aber trotzdem, da muss es doch diesen, also kann ich das in einem Satz wenigstens sagen? Und irgendwie habe ich es nicht, ich habe es nicht, ich habe es zwar in mir und ich weiß, wie, aber ich konnte es nicht wahrhaben und jetzt oder nicht mitteilen. Und jetzt kommt's. Haha, was habe ich für ein Buch gelesen? Und zwar ist es, was ich gelernt habe von John Strelacki. Der hat übrigens super tolle Bücher, ich liebe ihn. Und dann bin ich auf Erfolg, auf eine, ja, das Kapitel Erfolg. Und ich lese euch nur ein paar Abschnitte vor, ja. Und zwar, ich habe gelernt, dass es im Leben nur sehr selten eine Lösung gibt, die für alles Mögliche passt. Es hat den Anschein, als suche die Gesellschaft im Allgemeinen nach Lösungen, die für jeden funktionieren.
Angefangen bei Lehrmethoden für Kinder, über Medikamente und Diäten bis hin zu Strategien für die persönliche Karriere. Überall sucht man nach etwas, das garantiert funktioniert. Es ist, als hätten wir die gesamte Menschheit zu einem homogenen Etwas zusammengefasst. Allerdings sind wir kein homogenes Etwas. Im Gegenteil, wir sind eine Ansammlung von über 7 Milliarden Individuen. Bla 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 bla. Ja. Dann, zweite Seite, es wird noch wichtig. Ich habe gelernt, dass wir nicht darauf warten sollten, eine Lösung zu finden, die für alle funktioniert. Denn das ist, wenn überhaupt, nur sehr selten der Fall. Genau, es geht darum, Lösungen zu finden, die für uns als einzigartige und besondere Person funktionieren. Und da ging mir das Licht auf. Ich wiederhole, es geht darum, Lösungen zu finden, die für uns als einzigartige und besondere Person funktionieren. So, jetzt kommt's. Meine Online-Kurse, ja, sind so gestaltet, weil, also wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema Ernährung oder Bewegung oder Entspannung oder sprechen, dann gibt es ja unglaublich viele Lösungen. Ja? Es gibt unglaublich viele Mittel und Wege, wie ich was ja, für mich verbessern kann. Ja? Oder Ernährungspläne zum Abnehmen, Diät XY. Es gibt ja 100.000 Sachen, wenn nicht mehr. Ja? Und so viele sind zum Scheitern verurteilt, weil es eben jeder individuell ist. Ja? Und ich habe eben meine Online-Kurse so entwickelt, das macht es auch besonders, dass jeder oder jede, die da startet, eben bei ihrem Ist-Zustand irgendwie abgeholt wird und diesen Ist-Zustand verbessert. Also es gibt sozusagen kein, du sollst dich so und so und so ernähren, iss um 8 Uhr das und das und um 10 Uhr das und wenn du Sport machst, das und den Sport musst machen, 12 Wiederholungen von dem und dann wird es garantiert funktionieren. Nein, das ist es nicht, sondern ich habe die Inhalte einfach so gestaltet und auch die Lösungen so angeboten, dass jeder für sich seinen Weg findet. Und das ist eben das Besondere. Und das hat mich so gefreut gerade. Also, ihr könnt euch vorstellen, so ein Kurs hat in erster Linie, ja doch, es hat in erster Linie 5 Hauptkapitel. 5 Hauptkapitel, das sind für mich die wichtigsten Kapitel, die man so in seiner eigenen, ja, in seinem Leben irgendwie hat. Ja. Das ist Ernährung, das ist Bewegung, das ist die Entspannung, das sind Gedanken und Emotionen und die Beziehungen und Umwelt. Wobei ich mit Umwelt nicht die Wiese meine draußen und den Wald, sondern eher, okay, wie ist mein Umfeld, wie ist mein Job und solche Sachen. Ja. Gut, also diese 5 Kapitel. Dann gibt es noch die Basis, also die Change Now Basis und die Extras, die eben dann auch noch perfekt auf den Kursinhalt auch abgestimmt sind. Und in jedem dieser Kapitel findet man verschiedene Lektionen. Und mit jeder Lektion kann man sich eben so circa, ja, also man kann sich so lange wie möglich damit beschäftigen, aber ich sage immer 2 Wochen auf jeden Fall, wenn nicht länger. Deswegen ist der Kurs auch wirklich ein Jahr lang, wo du dich ganz intensiv mit dir beschäftigen kannst, wenn du möchtest. Ja, und solche Lektionen schauen dann zum Beispiel aus bei der Ernährung, was esse ich, wie esse ich, warum esse ich, dann wie viel esse ich, zum Beispiel bei der Schwangerschaft oder ja, dann außer Hausverzehr, das wäre auch so ein Rebasenhaushalt oder bei der Bewegung halt Krafttraining, Alltagsbewegung und so weiter und bei den Gedanken. Also ich werde es irgendwann mal auflisten. Auf meiner Website wird sie bald, glaube ich, drauf sein, die ganz genaue Liste, was drinnen ist. Aber jede dieser Lektion hat eben ein PDF dabei und auch eine Videoanleitung oder eine Video, ja, so wie ich da jetzt mit euch spreche, ist eine Videoanleitung halt mit Tipps und Tricks und hat halt dann verschiedene Reflexionsfragen drinnen und auch Übungen, die man sofort umsetzen kann im Alltag. Ja? Und das ist egal, ob du jetzt ja, groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, ob du eine Frau bist, ein Mann bist, ob du Single bist oder eben in einer Familie lebst oder ob du einen Job hast, mit dem du zufrieden bist oder nicht. Also es ist egal, ja. Es holt dich
an der Stelle ab, wo du stehst. Und das ist so mein Ziel gewesen. Ich wollte keinen Einheitsbrei für euch erschaffen, sondern eben wirklich etwas, was den Leuten was bringt, unabhängig von dem Punkt, wo sie starten. Das war ein Satz, oder? Ein ewig langer Satz. Naja, okay, also das wollte ich irgendwie mit euch teilen jetzt gerade, weil es mich so gefreut hat. Also wenn ihr auf jeden Fall ein gutes Buch lesen wollt, dann könnt ihr natürlich das Buch lesen von John Strzelecki. Ich hoffe, dass es euch auch Aha-Erlebnisse bringt. Und wenn ihr euch jetzt für meinen Kurs interessiert oder wenn ihr da nähere Infos haben wollt, dann schaut in die Videobeschreibung bzw. schreibt es mir direkt oder ruft mich an, weil ja, wie gesagt, in einem Satz fällt es mir wirklich schwer und wenn du eben Fragen hast, dann helfe ich dir gerne weiter. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dass sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, dann gib mir einen Daumen nach oben bzw. kannst du gerne ja, liken, kommentieren, teilen mit Personen, für die das vielleicht in Frage kommen kann. Guti, also 11 Minuten, 12 Minuten fast und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüssi!